So, ihr Lieben, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge. Mittlerweile tatsächlich die 448. Folge von Pastor at Home. Und du darfst mit dabei sein. Die letzten Wochen und schon fast Monate war ich immer wieder beschäftigt mit einem Rückblick oder Einblick in mein Leben. Was durfte ich lernen? Was habe ich erfahren? Was hat meinen Weg geprägt mit Gott? Was hat meinen Weg geprägt als Pastor einer Gemeinde? Und so langsam geht diese Serie zu Ende. Ihr habt selbst keine Rückfragen mehr und von daher werde ich bald wieder was Neues machen. Aber ich möchte so diesen ganzen Part abschließen mit Bibelversen, die mich persönlich sehr geprägt haben. Bibelverse, die in irgendeinem Zeitpunkt meines Lebens eine ganz wichtige Rolle zu spielen begannen und auch heute noch spielen. Von daher ist es immer wieder auch gut, wenn man so Tagebücher liest. Es ist gut, wenn man sie schreibt, aber wenn man sie auch dann mal wieder liest und sagt, boah, was ist alles in den letzten Jahren, was ist alles im letzten Jahr passiert, in den letzten Monaten? Wir vergessen ja so schnell. Ich habe auch selber noch mal drüber nachgedacht. Vor 3 Jahren, Sommer 2019, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da im Urlaub war. Wir hatten bestimmt eine schöne Zeit, wir hatten immer tolle Sommerurlaube. Sommer 2019 wusste noch niemand etwas von einem dramatischen Regierungswechsel in Amerika, der uns alle die Luft hat anhalten lassen. Noch niemand wusste etwas von Corona, das kannte man noch nicht. Und was dann weltweit, aber auch in unserem Land passiert ist, an Kämpfen und an einerseits eben schwierigen Situationen, aber auch Kämpfen untereinander. Vor einem Jahr oder 2019 wusste noch keiner etwas von einer großen Flut. Wir waren auch 2019 im Ahrtal unterwegs mit unseren Fahrrädern und haben eine tolle Zeit dort gehabt. Daran erinnere ich mich noch gut. Und 2 Jahre später dann diese unglaubliche Zerstörung. Und Ukraine-Krieg wusste man nicht. Der Kampf um die Krim ist schon lange wieder zurück gewesen. Also innerhalb von 3 Jahren... so 4 große Katastrophen, und das sind ja nur 4 von vielen Katastrophen. Wenn ich jetzt noch Syrien mit reinnehme oder die Brandkatastrophe dort im Libanon. Also da sind so viele Dinge passiert. Und dann die unzähligen tausenden persönlichen Schicksale, die ja nirgendwo in der Zeitung stehen, die man eigentlich nicht mitkriegt. Menschen, die leiden aneinander, miteinander, untereinander, und die einfach unglaublich viele negative Dinge erleben müssen. Und alles das ist im Rückblick gesehen, ja, einerseits katastrophal und andererseits erlebe ich immer wieder, wie Gott so in den einzelnen Epochen uns durchgeführt hat. In unserem privaten Leben, aber auch in der Gemeinde, unser Land, was wir alles so auch in dieser Zeit erlebt haben, auch geleistet haben, auch miteinander zusammengestanden haben, an Hilfe, die wir uns einander geben konnten und so weiter. Und mir fiel ein Bibelvers ein, der mich sehr begleitet, beziehungsweise es ist erst ein Liedtext und dann der Bibelvers. Es ist ein Liedtext aus dem Lied "Lobe den Herrn, meine Seele" von Joachim Neander. Er war Pfarrer hier ganz in der Nähe, deshalb ist auch das Neandertal nach ihm benannt worden. Und er schreibt in dem Lied: "In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet." Du bist vielleicht nicht unbeschadet durch alle Katastrophen gekommen, ich auch nicht. Aber in all diesen Phasen immer wieder habe ich erlebt, dass da ein Gott ist, der ein Auge auf uns wirft, dem wir nicht egal sind, der den Einzelnen sieht, nicht immer die große Menge. Der Bibeltext basiert auf Psalm 103, lobe mir den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir schon alles Gutes getan hat. In Zeiten der Not, wir aber auch in Zeiten, wo es dir gut ging. Und diese beiden Dinge möchte ich dir auch sagen, so als vielleicht auch für deinen Rückblick. Vielleicht bist du im Augenblick fixiert auf irgendeine Not, fixiert auf irgendein Problem, fixiert auf irgendeinen Menschen, den du unmöglich findest. Oder fixiert auf Zahlen, die immer mehr reinkommen. Was erwartet uns Ende des Jahres, wenn Gas abgedreht wird oder wenn Gas unglaublich teuer wird? So, auch daran kann man ja fixiert sein.
möchte ich dir das trotzdem noch einmal nicht vorsingen, aber vorsprechen. In wie viel Not hat auch in deinem Leben bereits der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und lobe den Herrn, meine Seele und auch deine Seele. Und vergiss einfach nicht. Schau mal wieder rein in deine Tagebücher. Schau mal rein in irgendwelche Notizen, die du dir gemacht hast. Wo Gott dich rausgeführt hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So möchte ich dir im Laufe der nächsten vielleicht 2 Wochen ein paar Bibelverse sagen, die für mein Leben im Rückblick sehr wichtig waren. Vielleicht hilft der ein oder andere Vers, dich zu erinnern oder dir eine neue Perspektive zu geben. Ich wünsche dir Gottes Segen für dein Wochenende, wie immer es aussehen wird. Vom Wetter her kann es und soll es sonnig sein, jedenfalls wenn man hier so in unserem westlichen Breitengraden ist, im Rheinland. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Wochenende und so Gott will, sehen wir uns wieder am Montag. Gott segne dich. Musik.